Ja, ich kriege gerade den Hinweis, es ist nicht so einfach, das selber zu machen, wenn man nicht weiß, was. Ich sage jetzt einfach mal, die Ideen sind ja alle schon praktiziert. Die Werbefläche verhängen, natürlich Losungen raushängen mit der Wahrheit, keine Profite mit der Miete zum Beispiel, das Motto unserer heutigen Demonstration. Wir sind hier für alle Nachbarinnen, weil in mehreren Städten heute Menschen, Bewohnerinnen auf die Straße gehen und sagen, diese Stadt, in der wir wohnen, die gehört uns, die lassen wir nicht kommerzialisieren, wir lassen es nicht zu, dass das Kapital und Profite uns auseinanderbringen, uns verdrängen und uns sozusagen in Gebiete zurückdrängen, in die wir traditionell bis jetzt nicht gelebt haben. Nicht, dass wir auch woanders uns ansiedeln könnten, aber wir wollen einfach nicht weggehen, weil wir das ungerecht finden, weil wir Kapitalismus ungerecht finden, weil die Wohnung bis jetzt noch eine Ware ist und das können wir einfach nicht akzeptieren, denn weil die Wohnung eine Ware ist, gibt es glauben, sie können die Miete sonst wie erhöhen und damit alle Bewohnerinnen in Frage stellen. Das Rechtssystem, Frau Paschke zum Beispiel, ist ganz auf Seiten der Eigentümer und vertritt in ihren Prozessen die Interessen der Eigentümer mehr als die Interessen der Bewohner. Deshalb organisieren wir uns. Wir waren bei Frau Paschke bei einem Seminar und haben ihr gesagt, dass wir das blöd finden. Daraufhin wurde das nächste Seminar abgesagt. Da sagen wir, richtig so, der Trend stimmt.